Lustenau spielte gegen die Vienna und die Zuschauer stürmten die Kassen. Die Fußballbegeisterung im Ländle ist ungebrochen. Über 3000 Fans unterstützten die Lustenauer Austria in den grünen Dressen beim Meisterschaftsauftakt gegen die Vienna. Die Lustenauer haben auch gleich einige dicke Chancen. Die Vienna ihrerseits spielt die ganze Routine aus. Vor allem das Spiel ohne Ball klappt besser und die Wiener haben auch das nötige Glück. Marc Orlemans lässt da Lustenau-Torhüter Martin Unger nicht gerade gut ausschauen. Das 0:1 nach 32 Minuten, das war zugleich der Halbzeitstand. Zu Beginn der zweiten Hälfte wieder große Möglichkeiten für die Lustenauer. Ronald Unger im Vienna-Tor ist aber nicht zu bezwingen. Hier scheitert Zoran Vujic. Sorgen bei Lustenaus Trainer Edmund Stöhr. Mitten in diese Drangperiode der Lustenauer ein lehrbuchmäßiger Konterangriff der Vienna. Wieder ist es Marc Orlemans. Das 0:2 nach 76 Minuten. Die Lustenauer aber zeigen Moral, sie kämpfen ungebrochen weiter. Es reicht aber nur noch zum 1:2 Anschlusstreffer durch Zoran Vujic. So, das ist Spiel 7 auf dem Totoschein, der richtige Tipp also 2 und damit sind wir bei den Ergebnissen. GRK Puch 5:1, Lustenau Vienna 1:2, Klingenbach gegen Spital 1:2, Stockerau gegen Ried 0:0, Wiener Neustadt gegen St. Israel gegen Maccabi Haifa